Das nächste Sims-Quartal mit neuen Packs steht kurz bevor, von denen zwei mit allen Objekten bereits gelegt wurden. Die Leak-Welle geht weiter. Auch jetzt wissen wir wieder vor der offiziellen Ankündigung, welche Objekte in einem der nächsten Packs für Sims 4 enthalten sein werden. Der Simmer Anadeus konnte nämlich bereits jetzt schon die Objekte mit allen Farbalternativen der beiden nächsten Sets extrahieren. Die beiden neuen Inhalte werden reine Baumodus-Sets sein, die jeweils 26 und 27 neue Objekte zum Thema mediterraner Pool und Außenbereich sowie das andere Café- oder Esszimmer ins Spiel bringen. Ebenfalls ganz spannend zu erwähnen, der nächste Quartalsteaser, in dem die Packs für die nächsten drei Monate gezeigt werden, wird höchstwahrscheinlich nächsten Dienstag erscheinen, aber ich hoffe wirklich sehr stark, dass dieses Quartal nicht schon direkt mit diesen Sets anfängt. Ich persönlich freue mich ja tatsächlich ein bisschen drüber, dass es jetzt ein neues Pack gibt, was sich so ein bisschen mit den Pools beschäftigt. Ja, auch wenn die wenigsten Objekte hier wirklich direkt was mit dem Pool zu tun haben. Die Farbalternativen können wir uns hier ebenfalls anschauen. Da sind ja so ein bisschen diese mediterranen Farben dabei, so ein bisschen braun, beige, okay, auch hier ein paar unterschiedliche Steintöne, aber auch sonst wieder so ein paar buntere Farben. Boah, dieser Pavillon sieht ja sehr cool aus. Also ich glaube, das wird eines meiner Highlight-Objekte. Aber sonst muss ich sagen, mir gefällt diese Auswahl hier an Steinen irgendwie nicht so. Das wirkt schon wieder so ein bisschen wie Strecken von der Objekteübersicht. Dann haben wir hier wohl noch so ein paar neue Ränder für die Pools. Das wirkt irgendwie so ein bisschen zufällig, meiner Meinung nach. Ja, diese Feuerschale ist irgendwie noch ganz nett. Ich finde irgendwie auf diese Stühle bzw. den Tisch kann man irgendwie auch so verzichten. Also sonst muss ich sagen, berauschend finde ich die Auswahl jetzt tatsächlich leider nicht. Und ich finde, beim anderen Set geht es gerade ein bisschen so weiter. Wenn wir uns jetzt hier mal die Farben anschauen, okay, auch so ein bisschen rot und blau hauptsächlich. Hier Brauntöne, also je nach Objekt immer auch so ein bisschen anders. Ja, ist ja irgendwie schon ganz nett. Aber ich finde, das erinnert mich irgendwie einfach so ein bisschen an Sachen. Erstens aus an die Arbeit, das kommt mir gerade so ein bisschen in den Kopf. Und so an diese ja, ganz uralten Basisspielobjekte, die man auch so in den ganz alten Screenshots gesehen hat. Also den Stuhl finde ich sehr hässlich. Das sieht irgendwie nicht so schön aus. Das sieht aus wie so eine Oma-Gardine. Der Tisch ist ganz cool. Aber auch hier wieder, ja, also das passt, finde ich, schon eher zusammen. Da ist eher eine Linie drin, hier so ein komisch, so eine schlecht modellierte Flasche, die es auch nur in einer Farbe gibt. Das sieht irgendwie auch so ein bisschen omahaft aus. Ich glaube, die Entwickler wollen hier wirklich so ein französisches Café-Stil mit reinbringen. Die Kaffeemaschine ist vielleicht noch ganz cool. Aber auch hier wieder, ich finde das persönlich jetzt irgendwie sehr unnötig. Ich weiß auch nicht. Die Bank hier kann man vielleicht noch ganz gut verwenden. Aber ansonsten habe ich jetzt so auf den ersten Blick auch wieder ein bisschen das Gefühl, das ist ein Set, was man auf jeden Fall irgendwie überspringen kann. Das, worauf ich mich jetzt am meisten freue, ist definitiv der Pack-Teaser für die nächsten drei Monate und nicht die neuen Sets. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Sims-News verpassen wollt und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Sets findet. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.